Wir zeigen Ihnen alle. In der Mike Krüger Show. Und hier ist er, Mike Krüger. Herzlich willkommen zur Mike-Krüger-Show. Viele von Ihnen zu Hause wissen wahrscheinlich nicht, dass ich ein begnadeter Hobby-Zauberer bin. Ich möchte Ihnen heute gleich meinen schwierigsten Trick einmal vorführen. Sagt mir bitte jemand mal eine Zahl zwischen 1 und 5. 3. 3, da hinten, sehr schön, die 3. Sehr gut, meine Damen und Herren, passen Sie auf. Abra, gerne Abra. Danke! Danke! Meine Damen und Herren, ich habe selten so ein begeistertes Publikum gesehen. Deshalb traue ich mich, den Trick noch einmal zu wiederholen. Sagt mir denn mal jemand eine Zahl zwischen 4? Irgendwas zwischen 4 vielleicht? Herr Krüger, Herr Dr. Kohl, guten Abend! Wunderschön, Herr guten Dr. Abend! Herr Dr. Kohl! Danke, danke! Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend. Herr Krüger, ich habe eben diesen wunderbaren Zahlenzaubertrick da hinten mitbekommen. Ja. Also, wenn Sie mal eine ruhige Minute haben, könnten Sie mir den mal erklären? Gerne. Ja, das ist ja toll. Aber so wie ich Sie kenne, hat das bestimmt mit dem Tuch etwas zu tun. Sie Schlawi, das ja, Sie. Ja, genau, Herr Krüger. Richtig, ja. Ich zauber ja auch sehr gerne, Herr Krüger. Ah ja. Ja, auch sehr gerne mit Zahlen. Mhm. Eine Frage zum Beispiel an Sie. Denken Sie sich doch einmal eine Zahl aus zwischen 1 und 20. Haben Sie. Und nun addieren Sie 3 zu dieser erdachten Zahl dazu. Ja. Haben Sie. So, und jetzt sagen Sie mir bitte die Zahl. Wie heißt die? 15. 15. Oh, das ist kompliziert. Einen kleinen Moment. Darf ich mal Ihr Zaubertuch haben? Gerne. Einen kleinen Moment. Abra. Kadabra. Herr Krüger, die Zahl ist 12. Stimmt's? Welche? Ja, Ihre erdachte Zahl natürlich. Ja, genau, richtig, 12. Toll. Ja, das war ein donnernder Applaus, meine Damen und Herren. Super. Herr Kohl. Sagenhaft. Aber Herr Krüger, ich habe noch eine viel, viel schwierige Rechenaufgabe. Ja. Passen Sie einmal auf. 24 Politiker sollen auf 4 Dienstwagen verteilt werden. Wie viele Politiker kommen auf einen Dienstwagen? Tja, das ist selbst für mich zu schwer, Herr Kohl. Zum Glück habe ich 2 Kollegen da, 2 internationale Topstars der Zahlenmystik. Und zwar sind das Gabi Decker! Hey, Gabi! Und Hans-Werner Olm! Hey! Mein Kanzler! Schön, dass ihr da seid. Dr. Kohl hat ein Problem. Ja, genau. Also ich erkläre es noch einmal. 24 Politiker sollen auf 4 Dienstwagen verteilt werden. Ja. Wie viele Politiker fahren dann in einem Auto mit? So. Augenblick. 15. Also Herr Ulm, ich glaube, Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Das sind doch höchstens 7. Nein. Ich kann es Ihnen ausrechnen, Herr. Das müssen Sie mir erst mal beweisen. Okay, es hat zufällig jemand eine Tafel da. Hat er ganz spontan. Zufällig kommt, hat er spontan eine Tafel. Riesig. Ja, das längere ist Überlegung. Das war da. Rechnen Sie vor. Also, ja, Herr Ulm, jetzt bin ich wie viele Politiker waren das? 24. Gibt es so viele Politiker? Ja, 24. Kann ich nicht tun. Und? Und die sollen also 4 Dienstwagen verteilt werden. Also geteilt durch 4. Dann haben ganz wir genau. 4 geteilt durch 4 ist? Jetzt bin ich gespannt. Ja, 1. 4 geteilt durch 4 ist 1. Genau. Das ist noch 7. 20 geteilt durch 4 ist? 5. Ja, das müssen 5. Und was haben wir? 15. Genau. Hey, riesig, Alter. Wow. Wuhu. Hey, wir haben es. Stark. Kanzler. Geil. Super! Und ich glaube, Sie wollen mich über den Tisch ziehen, das kann doch nicht sein. Herr Dr. Kohl, wir machen einfach die Probe, das wissen wir doch aus der Schule. Gegenprobe,
wäre 15 mal 4. Zeig's ihm, Mike, zeig's ihm. Da müsste dann ja rauskommen 24, logischerweise, oder? Ja, dann okay. Riechen die verzweigt. 4 mal 5 ist 20. Ja. 4 mal 1 ist 4. Was haben wir? Wie sagen wir? Hey, 20. Mike. Wow, super, hey. Super, geil, Alter, das ist ja gut, ist das. Also ich glaube, ihr spinnt doch alle, ja? Was ist also wenn gestaunt? 15 mal 4, 24 wären, ja? Dann könnte man das doch auch so schreiben. Zeig es uns, Gabi, zeig 15 ja. Plus 15 ja. Plus 15 hey. Plus gar nicht. 15, das ja? Das kann doch gar nicht sein. Genau. 10, 15, 20. 21, 22, 23. Also Herr Krücker, wenn ich das dem Weigel erziele, der rastet aus. Aber seien wir doch jetzt einmal kritisch. Ich habe ja früher immer mit der Quersumme Gieten gerechnet. Und um die absolute Sicherheit zu haben, möchte ich das heute auch tun. Bitte. Das kann doch nicht sein. Okay. Also Quersumme. 1 plus 5 ist 6. 6. 1 plus 5 ist 6. Gut, Helmut. 6. Jawohl. Super. 1 plus 5 ist 6. Natürlich. 1, 5. Na, 1 plus 5 ist ja wieder 6. 6. Und jetzt, Achtung. Bin gespannt. 6, 12, 18. 24. 24, genau. Mein Kanzler. Herr Brücke, das stimmt. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben das Problem gelesen. 24 durch 4 ist 15. Der Kanzler kann rechnen, meine Damen und Herren. Auf uns können Sie zählen. Und jetzt kommt eine Gruppe, mit der müssen Sie einfach rechnen. Hier sind Sie, Taufrock. Beinahe wie ein Rocker. Beinahe wie ein Schabber. Beinahe wie ein Flashbier, beinahe geht es ab hier. Beinahe wie ein Rocker, beinahe wie ein Schotter. Beinahe wie ein Flashbier, beinahe geht es ab hier. Wir gehen nicht schick in die Restaurants und knabbern vornehm an Hummerschwanz. Wir duften nicht nach Bouvet-Toilette, bei uns schnuppert man gutes Kettenfett. Wir reiten easy über Berg und Tal, stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Dengel, 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 dengel. Beinahe wie ein Rocker, beinahe wie ein Schopper, beinahe wie ein Flaschbier, beinahe geht das ab hier. Holen wir auch die Polizei. Wir sind die Wilden und nicht zu zügeln, wenn wir über alle Pisten bügeln. Wir reiten easy über Berg und Tal, stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Beinahe wie ein Rocker, beinahe wie ein Schopper, beinahe wie ein Flashbier, beinahe geht das ab hier. Beinahe wie ein Rocker, beinahe wie ein Schopper, beinahe wie ein Flashbier, beinahe geht das ab hier. Beinahe wie ein Rocker, beinahe wie ein Schopper, beinahe wie ein Flashbier. Beinhart, meine Damen und Herren, beinhart geht es zu, nicht nur vor der Bühne, auch hinter der Bühne. Sie können sich ja nicht vorstellen, was hier los ist, meine Damen und Herren. Die Prominenten drängen sich hinten, wollen hier auftreten bei mir, wollen aus ihrem unwichtigen kleinen Leben erzählen. Und es ist unglaublich, was sich da abspielt. Wen haben wir denn heute da, Hans Werner? Augenblick. Der Peter Alexander ist hier. Mein Name. Peter Alexander. Lassen Sie mich da bitte raus, da bitte. Mein Name ist Alexander, lassen Sie mich da bitte raus. Ich muss zu meinem Publikum. Hans Werner? Ja, wer ist noch da?
Hier, Rudi Carell will auch rein. Oh, hier Rudi. Rudi, lass mich doch bitte mal auf die Bühne. Ich möchte mich selbst überreichen heute. Schick ihn weg, meine Damen und Herren. Sie sehen es, meine Damen und Herren, es ist die Hölle los. Und da muss ich wieder gleich rausgehen und sagen, nein, ihr dürft hier nicht auftreten bei mir. Es geht nicht. Dann flippen die natürlich aus, die Leute. Wir müssen sie in diese engen, weißen Jacken stecken. Und dann müssen wir sie zu alles nichts oder fahren. Tja, meine Damen und Herren, aber... Aber einen, meine Damen und Herren, würden wir natürlich niemals wegschicken. Wir freuen uns riesig, dass er da ist. Meine Damen und Herren, Fips Asmussen! Ja. Ja. Danke, Mike. Danke, Freunde, das genügt. Nicht so viel. Ihr könnt die Brieftaschen rüberwerfen, das kommt auch immer sehr gut an. Ich begrüße euch mit dem Schlachtruf, der bisher jede Regierung überlebt hat. Mahlzeit. Stark. Ich merke Stimmung wie bei der Schluckimpfung. Herrlich, man merkt es sofort, es gibt doch ein Leben vor dem Tode, Kinder. Herrlich, einige sehen aus, als hätten sie Kaviar gefressen, die gucken noch ein bisschen verschwunden. Was ist los? Herrlich, ach, ich wäre beinahe gar nicht gekommen. Ich habe gestern noch mit 39 im Bett gelegen, das waren Gedränge, kann ich euch sagen. Ich war heute Morgen, war ich sowas von fix und alle, als ich aufwachte, stand ich im Bett. Ich hatte gestern Abend vergessen, mich hinzulegen, aber jetzt, wenn ich den wilden Haufen hier sehe, du, da habe ich gute Laune. Ich könnte von jedem 5 Mark annehmen, also ehrlich. Ja. Und dabei habe ich in der letzten Zeit, ehrlich, so viel Ärger gehabt. Ihr kennt das, wenn alles, habt ihr auch mal so eine Strähne, wo alles daneben geht? So ein paar Tage? Wahnsinnig, Mann. Was du beim Friseur, den Prozess gewinnst du. Aber ehrlich, ich bin im Momentum. Ich habe im Moment, Freunde, so viel Ärger, du, ihr glaubt das gar nicht, was bei mir alles, du, ich bin ein richtiger Pechvogel, ich kaufe mir einen Anzug mit 2 Hosen, verbrenne mir das ja kehrt, nicht? Ja, andere wohnen in der Nase und stoßen auf Öl, also im Moment, du, geht bei mir alles daneben, mein Führerschein ist zur Kur in Bad Flensburg. Ja, ich hatte ein bisschen Ärger mit der Polizei, ich habe da meinen Wagen in der Waschanlage gewendet, das wollten die nicht haben, nicht? Und dann habe ich neulich noch einen Geisterfahrer auf der Autobahn überholt. Also im Moment habe ich doch viel, viel Ärger. Mein Schwager, der ist vom Dreivierteljahr im Autokino erfroren. Ja, der wollte sich den Film ansehen, im Winter geschlossen, weißt du. Also im Moment, ich habe so viel Ärger. Schwiegermutter ist kürzlich am Blinddarm operiert worden. Es geht ihr schon wieder gut. Ihr seht, also auch Ärzte machen Fehler, nicht? Also im Moment, ich habe, ehrlich, es genügt ja, aber... Ich habe so viel Ärger, du. Übrigens, Schwiegermütter kommen nicht in den Himmel. Ich weiß, ob ihr das wisst. Drachen dürfen nur 300 Meter hochsteigen. Es ist ja, genau. Ich habe so viel Ärger, du. Ich habe neulich mit meiner Frau Tischtennis gespielt. Das war eine Raserei. Wir hatten nur einen Schläger, weißt du. Also, ich habe meiner Frau jetzt zum Geburtstag einen Nerz geschenkt und der frisst so schlecht. Sie hat mir eine Flasche Aftershave geschenkt. Dabei rasiere ich mich nur im Gesicht. Was ein Quatsch. Freunde, aber, Kinder. Freunde, ich sag neulich so schön zu meiner Frau, ich sag, Schatz, was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnachten, sagt ihr, die Scheidung. Ich sag, so viel wollte ich eigentlich gar nicht ausgeben. Kinder, ich will nicht so viel quasseln, denn wir haben noch viel vor heute Abend in der Mike-Krüger-Show. Ich verabschiede mich mit dem alten Hamburger Schlachtruf, bye bye. Danke dir, Pips. Ja, Jungs, das ist doch mal Humor, oder? Was sagst du, Klausi? Ja, ich hab ziemlich gegaggert, ne? Ja, du auch? Eine Gaggerjule, der Junge. Du siehst ein bisschen verändert aus. Guck mal, ja, da so hin. Mich, ja. Hörner hat er auch gekriegt. Ich hab mich etwas gerötet. Ja. Und hab also mich auch wieder ein bisschen aufgestockt, haarmäßig. Etwas. Ich auch vorher... Setz lieber wieder auf, sieht besser aus. Gut, auch Wikinger-mäßig, meine Damen und Herren, ich will es ganz kurz machen, ich will ein Geheimnis verraten, damit auch die Presse was zu schreiben hat. Wir drehen zusammen einen Film, ne? Jungs, jo, wir drehen, ja. Die Jungs und aber, Mike Krüger, aber da geht's los, Torfenholm, wir zeigen euch endlich mal Torfenholm, wie es wirklich aussieht. Und das Lied, was die Jungs jetzt spielen als nächstes, den darf ich behalten als Andenken, dass die Jungs als nächstes singen, das ist das Anfangslied auch von unserem Film und das heißt Wikinger.
Anno 907 fiel in Haithabu die Ernte aus. Und wenn die Wikingers Hunger schieben, warten sie nicht auf den Nikolaus. Wird man zu Hause nicht mehr satt, dann guckt man, was der Nachbar hat. Wikinger, alle an die Ruder. Kohle, wenn ihr könnt, oder geht zum Arbeitsamt. Vor die nicht zu halten mehr, in Hamburg stand kein Balken mehr. Wikinger, alle an die Lüge. Und nun wieder Blick nach vorn, das beste Nachrichtenmagazin seit Verkündung der 10 Gebote. Mit mir im Studio Gabi Decker und Hans-Werner Olm. Die Meldungen. Bremen. Aus einer Perückenfabrik wurden jetzt 5 Zentner Echthaar gestohlen. Die Polizei hat bereits das gesamte Gelände durchkämmt. Cape Kennedy. Das Weltall wird auch immer dicker. Das stellten amerikanische Gynäkologen fest. Als Ursache vermuten sie zu viele Sterne, zu wenig Bewegung. Weiter mit den Tipps und Gabi Decker. Danke, Mike. Ich habe hier einen Brief von Harry Husum, Student der Pädagogik in Köln. Er schreibt: Liebe Gabi, ich bin gerade durch die Prüfung gefallen. Was soll ich tun? Lieber Harry, ganz einfach, freuen Sie sich. Bedenken Sie, wer durch die Prüfung fällt, wird auch erst ein Jahr später arbeitslos. Weiter mit den Meldungen und Kai Krüger. Danke, Gabi. München, einen neu gezüchteten Bierdackel stellte der Hundezüchter Alois Zobel vor. Das Tier gilt als treu und reichlich durstig und ist so flach, dass auf ihm abgestellte Biere nicht umkippen. Nun bin ich mit unserem Maul- und Klauenseuche-Korrespondenten Hans Hack in Irland verbunden. Hans Hack, was gibt es für neue Nachrichten? Ja, hier ist euer Hacki, Herr Krüger. Ich habe eine schlechte Nachricht. Ja, bitte? Und eine gute Nachricht. Erst die schlechte. In Irland ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Aha, und die schlechte, die gute, Entschuldigung? Es ist noch kein Tier davon betroffen worden. Sehr schön. Danke, Hans Hack in Irland. Und nun Hans-Werner Olm mit der Plattenkritik. Danke, Mike. Meine Damen und Herren, eine neue Schallplatte ist auf dem Markt erschienen. Sie landete direkt auf meinen Tisch. Ich muss sagen, ein hervorragendes Produkt, was mir da abgeliefert wurde. Jazz Yatras Sextett heißt diese LP. Sie ist von Ramesh Poonarama Baramshek Ashan. Dieser Mann, ein genialer Sitar-Spieler. Seine durchgängig jazzige Phrasierungstechnik verästelt sich durch terrassendynamisch temperierte polyphone Staffelungen zu einem neomystizistischen Aquarell. Seine Cheng- und Harfen-Improvisationen als mittlerweile wieder dominante Strukturgerüst und nah- bzw. fernmelismatischen Reihen und Motivfloskeln, einmal von einer männlichen Stimme nonverbal, quasi instrumental aufgefächert von Oboen, Trompeten und Traversflöten und dem nicht mehr elektronisch verfremdeten chinesischen und javanischen Mike Krüger, weiter bitte. Danke, Hans Werner. Weitere Meldungen. Ulm.
Ein schönes Erfolgserlebnis hatte der Spitzensportler Rudi Subke, als er im Rahmen eines Sprunges vom Ulmer Münster schon beim ersten Versuch die vorgeschriebene Fallgeschwindigkeit erreichte. Komm, 3 von 4 gekauften Büchern werden nie gelesen. Das ergab eine Umfrage in Hamm. Nur bei Bierdosen ist das Verhältnis noch schlechter. Da wird keine einzige gelesen. Und nun Gewinn mit Sinn und Gabi Decker. Und nun kann unser Kandidat Jochen Zumpe wieder einmal 20 Konzertflügel gewinnen. Ja? Sie dürfen 3-mal raten, was ist das? Beethoven. Nein. Mozart. Natürlich nicht, Sie Idiot. Bach. Auch nicht. Es ist WDR 3, Sie kompletter Ignoranti. Ja. Und nun 1 Minute Besinnung mit Seitenschiff-Referent Warnfried Honke. Liebe Freunde, meine lieben Freunde, kürzlich lief mir ein kleiner Bub über den Weg. Ich hätte fast drauf getreten. Er sprach zu mir: Prediger Honke, ich habe ein Problem. Welches, fragte ich ihn. Er sagte: Warum bitten wir den lieben Gott täglich um unser Brot? Warum bitten wir nicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat? Warum bitten wir jeden Tag um unser Brot? Da sagte ich: Mein Sohn, weil das Brot frisch sein soll. Ich finde, dies wird auch Mike Krüger zu denken geben. Danke, Warnfried. Und nun eine Ansprache von Herrn Dr. Kohl, das Wetter. Ja, herzlichen Dank, Mike Krüger. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen draußen an den Fernsehern und Fernseherinnen, ich möchte heute einmal zum Wetter in unserem Lande auch mal etwas sagen. Die Opposition hat in der letzten Sitzung des Bundestages geungt, dass es dauernd regnet, seit die CDU an der Regierung ist. Das ist doch blanker Unsinn. Bitte achten Sie doch einmal darauf. Ich verspreche Ihnen ganz persönlich, dass es in der nächsten Woche nur 2-mal regnen wird. 1-mal 3 Tage und 1-mal 4 Tage. Von einer weiteren Bevölkerungszunahme kann überhaupt keine Rede sein. Danke, Herr Kohl. Danke, Gabi. Danke, Mike. Danke, Herr Werner. Danke, Mike. Danke, Gabi. Danke, Hans Werner. Danke Ihnen. Die Werbung. Ball. Ball. Das ist die Mike Krüger Show, meine Damen und Herren. Es gibt so Sätze, wenn man die im Fernsehen sagt oder auch auf einer Bühne, dann teilt sich sofort das gesamte Publikum in 2 Hälften. Zum Beispiel so ein Satz wie: Warum können Frauen nicht intelligent und schön zugleich sein? Dann wären sie ja Männer. Ja. Ich zum Beispiel, gestern stand ich wieder völlig nackt im Bad vorm Spiegel. 80 Kilo Dynamit. 80 Kilo reines Dynamit. Kommt meine Frau rein und sagt: Aber eine verdammt kurze Lunte. Ja, das sind die Mädels wieder witzig, ne? Okay, gut. Okay, Mädels, wir müssten ein Lied zusammen singen. Und zwar singe ich im folgenden Refrain immer Folgendes: Was hat er, was ich nicht hab? Da singt ihr so ziemlich alles. Könnt ihr das, Mädels? Ja, okay, wir versuchen es einfach. Okay. Was hat er, was ich nicht hab? So ziemlich alles. Und was geht dir bei mir ab? So ziemlich alles. Wahnsinn, wir brauchen nicht mehr zu üben. Ich wusste es, Leute, es geht tierisch los. Das Lied heißt Annette. Er hat einen tollen Schlitten.
er hat eine Villa fein. Mein Geld reicht nur bis zum dritten, meine Wohnung ist so klein. Er geht immer mit Annette fort, ich mach bei ihr keinen Stich. Er sieht aus wie Robert Redford, ich seh leider aus wie ich. Aber abends dann im Bett denk ich an Annette. Und weil ich nicht anders kann, ruf ich bei ihr an. Was hat er, was ich nicht hab? So ziemlich alles. Und was geht dir bei mir ab? So ziemlich alles. Was kann er, was ich nicht kann? So ziemlich alles. Mit einem Wort, er ist ein Mann im Falle eines Falles. Er spielt Tennis wie der Bäcker, ich verspiel mein Geld beim Skat. Er hat Kraft wie Schwarzenegger, ich hab nicht mal mehr Spinat. Er trägt stets den Duft von Rosen, Kleider nur aus feinstem Tuch. Ich trag lange Unterhosen und hab Mundgeruch. Aber abends dann im Bett denk ich an Annette. Und wie alle Tage stell ich ihr die Frage, was hat er, was ich nicht hab? So ziemlich alles. Und was geht dir bei mir ab? So ziemlich alles. Was kann er, was ich nicht kann? So ziemlich alles. Mit einem Wort, er ist ein Mann im Falle eines Falles. Er hat ständig große Eile, er hat einen Wagenpark. Ich hab eine große Feile, weil ich Bremsen gar nicht mag. Er steigt in den Porsche-Kübel, ich halt ihm die Türe auf. Er ahnt nichts von seinem Übel und ich freu mich schon darauf. Und abends dann im Bett denk ich an Annette. Und da kommt sie schon übers Telefon. Was hat er sich heute getan? So ziemlich alles. Und was hat er umgefahren? So ziemlich alles. Und was trägt er heute in Gips? So ziemlich alles. Darauf trink ich nen's lieber Witz im Falle eines Falles. Dankeschön, meine Damen und Herren. Wir machen weiter mit Menschen, die nach dem Motto leben: Habgier, Murks und Krankenschein bringen hübsche Sümmchen ein. Halbgötter in Schweiß. Geschichten, die das Leben schrieb und der Tod diktierte. Erleben Sie Professor Trinkmann. Schnapsleichen pflastern seinen Weg. Herr Doktor, ich flehe Sie an. Machen Sie meine beiden Hände gleich. Kein Problem. Eine kleine Spritze. Funktioniert. Erleben Sie Dr. Krankenstein, Herr der tausend Laken. Mir ist vielleicht gestern etwas passiert. Was denn? Ich war auf dem Friedhof und ging an der Gruft deines Mannes vorbei. Oh. Naja, ich hörte seine Stimme und ich fragte ihn, wie geht es Ihnen? Und er sagte mir, geht es gut, aber haben Sie nicht irgendetwas gegen Würmer? Erleben Sie Lernschwester Elke, unseren Engel der Nachtwache. Liebt mich. Liebt mich nicht. Liebt mich. Liebt mich nicht, er liebt mich. Erleben Sie Modearzt Dr. Dauerbruch, der Psychopate. Herr Doktor, 10 Jahre litt ich unter Minderwertigkeitskomplexen. Sie haben mich endlich geheilt. Nicht der Rede wert. Doch, doch, das verdanke ich Ihnen ganz allein.
Sie dickes, aufgeblasenes Arschloch. Und erleben Sie frohe und dankbare Patienten. Man steht daneben, geht, da hilft nur noch beten. Sehen Sie nun eine neue Folge von Halbgötter in Schweiß. Sie trägt den Titel Ihr Mann kommt durch. Herr Professor, ja? Sagen Sie mir die Wahrheit. Wie steht es um meinen Mann? Wird er sterben? Es ist wie ein Wunder. Es ist ein Wunder geschehen. Er ist gesund. Er ist gesund. Tja. Ja, er wird leben. Er lebt. Er lebt. Ja. Ja, freuen Sie sich denn gar nicht? Danke, Herr Professor. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Professor, eine Frage noch. Kennen Sie jemanden, der ein Kostümchen Größe 44 und einen Eichensarg braucht? Ja, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir von den Arzt-Sketchen rüber zum intellektuellen Teil unserer Sendung. Meine Damen und Herren, es wartet auf Sie Rudi, unser Frauenfreund. Hallo Mike, das finde ich unheimlich lieb von dir, du wahnsinnig lieb aus, du. Und ich will mir so sagen, ich will was über Frauen erzählen, irgendwann ist es so scheiße, irgendwie, wie die sich benehmen, irgendwie, ja. Die Frau entdeckt immer mehr die Lust, na, so an der Gemeinheit, irgendwie, na. Verstehst du, da lohnt es sich gar nicht mehr als Mann auf die Welt zu kommen, du, na. Verstehst du, man kommt auf die Welt, nimmt eine Frau und stirbt, irgendwie, na. Ich finde es scheiße, auch in seiner Annette hat er das gerade sehr schön besungen, du. Also ich weiß nicht so, weißt du, da liest du überall im Stern, im Spiegel, im Tempo, in Wiener, Frauen entdecken die neue Lust, du, no? Die neue Weiblichkeit der Frau irgendwie, no? Frauen nehmen sich, was sie wollen, du. Entschuldige, ich habe davon noch nichts gemerkt, ja. Verstehst du, da bringt man sich so ein, so soft ist lieb und so, no? Und das ist ein Upturn immer so, weißt du, no? Dabei kenne ich mich mit Frauen total aus, du. Ah, du, na, du lachst. Entschuldige, du lachst. Du lachst, entschuldige bitte, ja. Also ich weiß alles über niedlichen, wuschigen Dinger irgendwie, ja. Verstehst du? Du, ich weiß genau, wie Frauen denken, fühlen und handeln, ja. Pass auf, ich kenne mich auch total aus in der Verhütung, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Du, ob Pille oder Pissar, irgendwie, ja. Ob Kondome, mit oder ohne Geschmack irgendwie, ne? Ob Leuchtröhren, mit oder ohne Noppen, du, ne? Ob Coitus Interruptus oder die Gnaus-Ovino-Temperaturmessmethode, du, ich weiß Bescheid, ne? Oh, sorry, ich kenn mich total aus, du. Du bist auch, als ich noch mit Eva zusammen war, ne? Apropos Gnaus-Ovino, als ich mit Eva noch zusammen war, da habe ich ihr morgens immer so, bevor sie aufwachte, ne, so ganz zärtlich irgendwie so das Thermometer eingeführt, ne? Irgendwie so ganz lieb und so, ne? Und die Werte habe ich anschließend so fein säuberlich in eine Tabelle eingetragen, ne? Und da habe ich immer einen ganz lieben Kuss von ihr gekriegt dafür, ne? So lieb irgendwie, ne? Total süß, so, ne? Naja, aber wie soll ich sagen, das Problem war nur, dass die anderen Frauen in der WG den gleichen Service wollten, ja? Na, da bin ich halt morgens ein bisschen früher aufgestanden, ja, verstehst du, ne? Entschuldige bitte, ne? Du, da habe ich halt meine Runde gemacht, ne? Habe ich mich nachmittags noch ein Stündchen hingelegt, ne? Aber so auch in der Sexualität, also praktisch so im Sex, irgendwie im Sex direkt, da kenne ich mich total aus. Also mit Eva habe ich praktisch das gesamte indische Kama Sutra und das japanische Tao der Liebe geübt. Das ist irre, du. Ah, du, das ist irre, du. Ah, du, da kann man sich stundenlang einfach nur streicheln, ja. Einfach nur streicheln, ne. Oder sagen wir mal so, wie soll ich sagen, so, naja, bei der Vereinigung irgendwie so 5 Stunden so einfach nur drin bleiben, verstehst du, ja? Wahnsinn, du. Ja, wie soll ich sagen? Also, Augenblick, so praktisch ohne Hintergedanken irgendwie, ja, weißt du, ne? Ohne Bewegung, du, einfach nur drin bleiben, ne?
Das Problem war halt nur, dass Eva meist immer sehr früh eingeschlafen ist. No? Sorry. Na, und da hat sie mich morgens immer gefragt, wie lange ich in der Nacht noch gemacht habe. Na? Verstehst du? Entschuldige, sorry. Und das fand ich dann wieder scheiße irgendwie, weißt du, na? Weißt du, na? So süß irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, nur eine Frau, die mich kriegt, die kann sich eigentlich vollkommen verstanden fühlen, na? Irgendwann haben wir dann Schluss gemacht, da fing sie an, mit so einem abgefuckten Ledertypen aus der autonomen Szene rumzumachen. Ne? So ein Mickey Roke-Typ, so eine Speckwanze irgendwie. Ne? Du, da habe ich aber mal rot gesehen, da bin ich mal verdammt hart geworden, ja? Da bin ich aber mal sowas von hart geworden, entschuldige bitte, du. Da habe ich aber alles ihrer Mutter gesagt, du. Verstehst du? Ne? Ich weiß auch nicht. Pass auf. Also wie gesagt, du, ich weiß wirklich alles über Frauen, na, wirklich alles, na. Ich mach sogar Pickel weg, na, verstehst du? Aber ich verstehe eins nicht, ich weiß alles über Frauen, ja. Aber keine will mich, scheiße. Meine Damen und Herren, der nächste Interpret hat mir versprochen, hier in der Sendung keine versauten Witze zu erzählen. Wir versuchen es einfach nochmal. Fips Rasmussen! Danke! Freunde, danke für dieses Geräusch. Herrlich, ich weiß, ihr seid bei mir. Ich bin heute hier in Köln, ich bin über Olpe gekommen, du Autobahn runter, da fuhr so ein Typ neben mir auf dem Motorrad. Alle 100 Meter fiel der um. Ich sag, sind Sie besoffen? Sagt er, nee, meine Frau hat mich verlassen, hat den Beiwagen mitgenommen. Also es ist ja, Kinder, wie gesagt, kennt ihr Olpe ein bisschen? Olpe, ich rein nach Olpe, Downtown City. Ich habe eine Kneipe in Olpe, eine kleine Stammkneipe vor mir, wenn ich in Olpe bin, immer rein, Glas Rotwein getrunken, ich trinke immer Rotwein, die sieht man bei der Blutprobe nicht so. Und früher habe ich immer Tee getrunken, da sind mir die kleinen Beutelchen im Hals stecken geblieben, das war ein Theater. Aber eine schöne Kneipe. Ich sitze da in der Kneipe am Tresen, sage plötzlich, mein Nachbar, gib mal ein paar Zigaretten, meine Sachen im Automaten. Also doch, waren nette Leute. Drei Hocker weiter, sagt einer, oh, ist mir übel, ich habe mir den Magen verdorben. Ich sage, was hast du denn gegessen? Sagt er, Muscheln. Ich sage, vielleicht waren die schlechter, da weiß ich nicht, ob sie nicht aufgemacht. Also da war, du, es war, Kinder, dann, da, müssen wir hingehen, Olpe Downtown City, so ein Laden, wahnsinnig, da kamen zwei Taubstumme rein. Die gehen ans Fenster, der eine zieht den Vorhang zu, der andere zieht ihn wieder auf, sagt der Wirt, alles klar, Jungs, ein dunkles, ein helles. Also da war richtig nette Leute. Da saßen zwei Bauern vor einem großen Spiegel an der Wand. Sagt der eine, plötzlich sagt meiner, guck mal da, die beiden gegenüber, du. Die sehen genauso aus wie wir. Ja, sagt er, ich glaube, die sind bei uns aus dem Dorf, du. Ich geh mal hin, ich frag mal. Der steht außer, bleibt sitzen, der kommt schon. Also da waren nur nette Leute. Da kam Lilliputaner rein, knallte sich an Tresen, bestellte sich einen doppelten Vierfachen, diesen polnischen Landwein, Wodka mit vorgelutschtem Eis, kippt den runter und sagt, brr, das zieht einem ja alles zusammen, da wird keine Beschwerden, du bist schon so klein reingekommen. Also ehrlich, es war... Da war Stimmung. Müssen wir hingehen. Freunde, Olpe Downtown City. Da saß ja wohl ein paar Hocker weiter eine Blondierte am Tresen. Habt ihr noch nicht Zeit, das muss ich erzählen. Kinder, also bei der kam die dunkle Vergangenheit schon wieder durch. Die war so, also wie soll ich, so ein nächtlicher Raubvogel. Also die war, wie soll ich sagen, die war in dem Alter, wo die Rose zur Hagebutte wird, wisst ihr? Freunde, Augen hatte die, Augen wie ein wartendes Doppelbett. Also Augen, Kinder, Augen wie Männerfüße, groß, schwarz und feucht. Also Kinder, die schielte, die konnte ihre Rente an zwei Schaltern abholen. Also, aber, Freunde, einen schönen Turn hatte sie. Eine Haut wie ein 18-jähriger Pfirsich. Also, Freunde, was die sich ins Gesicht gespachtelt hatte, also dafür würde ein Gebrauchtwagenhändler 5 Jahre ins Zuchthaus kommen. Also, wahnsinnig. Und, Freunde, und eine Nase, ein Gewürzprüfer. Also sowas Großes habe ich noch nie gesehen. Die konnte beim Duschen rauchen und ein Mund wie ein altdeutscher Wohnzimmerschrank. Also nicht so antik, aber so geräumig. Also ein Mund, also ohne Ohren könnte die im Kreis lachen. Also ja, bin ehrlich. Und eine Zunge, die konnte den Brief zukleben, wenn er schon im Briefkasten ist. Freunde, ich will mich, Freunde, pass mal auf. Kinder,
Pass auf! Mutti, ich will mich nicht verplaudern heute Abend, denn es soll ja weitergehen. Und ich sage an dieser Stelle eigentlich nur ganz kurz und zackig, NZD, ich bin persönlich ein bisschen unter Zeitdruck. Ich wollte nämlich früh ins Bett, ich muss morgen spät wieder raus, du kennst das Gefühl. Ich muss noch in mein Hotel rüber, ich muss noch obzönes R-Gespräch führen. Freunde, denn ich sage jetzt kurz nur Tschüss, Tschüss in den Wind, wünsche euch das Beste von dessen. In diesem Sinne, komm, Lummi! Los, los! Ja! Guten Abend, meine Damen und Herren. Tendenz zum Trend oder Trend zur Tendenz. Kalte Füße, heiße Köpfe, windige Wände, wendige Winde. Guten Abend, willkommen zum Talk im Sturm. Kaum jemand weiß, dass heute ein besonderer Tag gefeiert wird, der Tag des Aales. Meine Gäste im Studio, Bundeskanzler Helmut Kohl, Professor Dr. Hans-Werner Siedebaum-Zapp, Diplom-Aal-Forscher Jens Jensen, der Aalsänger Aal Barno und seine Aalstars und die Biologin Dr. Gabi Schlott-Schlottenschlick. Herr Krüger, wenn ich da gleich mal einhaken darf. Schnauze erst, wenn Sie gefragt sind. Frau Dr. Schlott-Schlottenschlick. Sie als Biologin haben doch bestimmt irgendwie... Also ich glaube, bin ich hier in der Sendung, sozialkritische Sendung gegen Prostitution und so, oder wie? Im Wandel der Zeiten, da sollte ich nämlich was sagen. Nein, leider nicht. Herr Professor, Sie haben sich mit dem etymologischen Aspekt des Aales befasst. So ist es. Der Aal ist ja eine Kultfigur des Menschen ersten Ranges. Jo, ich steche immer, ne? Der Aal. In der Klanke, Ruhe, aus. Es gibt ja aber auch viele Aallieder. Ja, später bitte. Schunk, 2, 3, 4. Alle Vögel sind da. Aus, Ende. Sind Sie weg? Ja, Sie sind weg. Herr Professor, bitte. Denken Sie mal an die vielen Wörter, in die der Aal Eingang gefunden hat. Zum Beispiel der Arzt unter den Aalen, der Spital oder der Behälter unter den Aalen, nicht wahr? Der Futteral, nicht wahr? Oder der Fliegentöter unter den Aalen, der Paral. Ja. Also ich bin ja selbst immer schon ein großer Freund des Aales gewesen. Schon als ich ein kleiner Bub war, hat der Kasper immer gefragt, seid ihr alle da? Ja. So, aber nun die Sache mit den Aalen würde ich ja gerne noch mal... Sitz! So ein Aal, der ist irgendwie ganz schön lang, wenn ich mir das hier ja, so... Ja, schön, ja, sehr lang, ja. Es gibt auch viele andere Aallieder. Ja, bitte nicht jetzt. Später, bitte. Aus, Ende. Also meine Lieblingsbücher waren früher immer die von Aal May oder diese spannenden Geschichten von Aal Capone oder hieß der Aal Casilze. Also ich als Horizontale finde das ja irgendwie, er hat irgendwie eine gute Form. Ja, ja, schön, ja, danke. Ja, gute Form. Ja, der Aal, Ja, Ruhe bitte jetzt, das reicht langsam. Glaub nicht. Also ich habe immer auch gern gelesen das philosophische Werk über den Aal von Nietzsche. Wie heißt es doch gleich? Aal, so sprach Zarathustra. Und mein geistiger Ziehvater, Konrad Adenauer, hat einmal zu Prinz Aal von England gesagt... Also ich finde ja, die Aale liegen auch gut in der Hand, war, wenn ich mir jetzt hier so ja, in die Hand lege. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich so eine Frustrierte? Jetzt nicht, Herr Professor, bitte. Nee, aber nach der Sendung. Ja, der Ausdruck. Jetzt reicht es aber. Da sind ja noch andere Aallieder. Jungs. Nein! Polizei!
bist ja nun in der Hauptsächlichkeit ein Fischerkrieger, ne, wenn wir das Thema ein Fisch? Ein Fischerkrieger. Sie mit Ihrem unqualifizierten Ausflug, Herr Krieger! Sie lassen Ihre Formel entschuldigen! Ja, das ist doch wahnsinnig! Das ist doch unglaublich! So, meine Damen und Herren, auch die schönste Sendung geht mal zu Ende. Wir sind fast knapp davor. Herr Kohl, wie fanden Sie die Sendung heute? Ja, lassen Sie mich einmal so formulieren. Ich habe festgestellt, dass man beim Fernsehen sich nicht dumm und dämlich verdienen kann, sondern man muss dumm und dämlich sein, dass man hier überhaupt arbeiten darf. Schöner Kohl. Dankeschön, besser kann man das nicht sagen. War da noch der Mann, der seine Schwiegermutter aus dem Auto geschmissen hat, obwohl da Halteverbot war. Doch der steht eines Tages nack, nack, nackig vor der Himmelstür. Nack, nack, nackig vor der Himmelstür. Und dann war da noch der Schlachtermeister, der seinen Gesellen zurief, Jungens, und das waren seine letzten Worte, schmeißt mir mal ein Messer rüber. Aber auch der steht eines Tages, nack, 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 ich vor der Himmelstür. Nack, 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 ich vor der Himmelstür. War da noch der Unterschied zwischen einer Schwiegermutter und einer Zigarre? Bei der Zigarre sind die ersten Züge die letzten. Und auch die steht eines Tages. Wo steht sie? Wo? Nack, 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 ich vor der Himmelstür. Nack, 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 ich vor der Himmelstür. Und dann war da noch der kleine Junge, der zu seiner Mutter sagte, ich will meine neue Jeans auf der Beerdigung anziehen, sonst macht mir das Ganze überhaupt keinen Spaß. Aber er steht auf eines Tages. Der Raimund Sagesson. Nack, 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 ich vor der Himmel.